Hallo Tierfreunde und willkommen zum nächsten Unboxing. Heute wieder die Your Bio Brands Box und mit mir dann, sobald er ins Bild kommt. Ja, von der letzten Box war ich irgendwie enttäuscht, dass es, dass so wenig Sachen drin waren. Was irgendwie auch klar ist, dass es ja auch Bio ist und Bio ist auch ein bisschen teurer und so weiter. Aber ja, trotzdem war es, fand ich es extrem wenig. Und außerdem war die Auswahl auch nicht so toll. Also es waren, ich weiß es nicht mehr ganz genau jetzt, irgendwie drei Soßen drin. Also zweimal Dressing, einmal Ketchup und zweimal Chips, glaube ich, und noch irgendwas. Ja, deswegen hoffe ich, dass es diesmal ein bisschen anders aussieht. Ja, los geht's. Mila, willst du die Box aufmachen? Hier. Musst du hier dran ziehen. Ja, ich muss gar nichts mehr machen, glaube ich, heute. Das kann etwas länger dauern. So, noch ein bisschen. So. Und jetzt aufklappen. Guck mal hier. Achtung. Und guck mal, was da drin ist. Ja, ich sehe schon die Sonntor-Gewürze. Du packst wieder alles aus, wir sind noch gar nicht so weit, ne? Das ist viel zu schnell. Guck mal, hier ist erstmal ein Zettel. Okay, der Lieferschein, der ist uninteressant. Ich lese das mal vor heute. Ja, Milan packt schon mal alles aus. Naja. Liebe Your Bio Brands Gemeinde, wir freuen uns diesen Monat ganz besonders darüber, wieder mit dem Tierschutzbüro zusammenzuarbeiten. Jede Box trägt ab sofort aktiv zum Tierschutz bei, indem unsere Unterstützung mehr Aktionen zur unmittelbaren Tierrettung ermöglicht. Außerdem haben wir noch Schwein Laura adoptiert. Oh. Wie es Laura geht und was sie so macht, könnt ihr immer wieder über unsere Facebook-Seite erfahren. Im Oktober haben wir besondere Produkte dabei, unter anderem von PEX und VitaVerde. Mit PEX wurde eine Technologie entwickelt, die Lebensmittel schonend haltbar macht. Das Ergebnis ist verblüffend nah am Rohstoff, in Form, Farbe, Aroma und Inhaltsstoff. Und es macht ein knuspriges Geschmackserlebnis möglich, das wirklich einzigartig ist. Die Oliven von VitaVerde sind ohne Plantagenwirtschaft in ganz natürlich belassenen Landschaften gewachsen. Durch die intensive Pflege durch die Olivenbauern haben manche Bäume bereits ein stolzes Alter von 2500 Jahren erreicht. Wir sind uns sicher, ihr werdet ein paar tolle Abende mit der Pasta und den anderen Produkten zaubern können. Schöne Grüße, Susan und Norman. Ja, ich guck mal nicht, was alles noch drin ist. Das werde ich gleich sowieso erfahren. Erstmal ist eine ganze Menge Papierkram. Packs, was da gerade stand. Ah, das sind quasi so Trockenprodukte. Also hier Ananas, Äpfel, Erdbeeren, Fruchtmix, Gochibeeren, Zucchini. Und so weiter. Ja, zum Snacken, Kochen, Backen, Garnieren, Dragieren, Schokolieren, Würzen, Dekorieren, Färben, Mischen und Flüssigkeit aromatisieren. Dann haben wir noch, wie gesagt, die Gewürzmischung. Siegblindes. Du machst ganz schön leer, Melanchen. Ja. Siegblindes Erdäpfelgewürz. Aus Petersilie, Rosmarin, Knoblauch, Bohnenkraut, Zwiebelstücke, Meersalz, Oregano, Ringelblumen, Kornblumen, Paprika und so weiter. Ja, werde ich mal ausprobieren auf jeden Fall. Ich habe davon ja mal die Box erhalten, wo irgendwie so 10 von diesen Tütchen drin waren. Ich glaube, das war auch dabei. Und ja, ich fand die, einige davon habe ich schon probiert und ich finde die wirklich lecker. Je nach Gewürz natürlich. Aber die Gewürzmischung an sich, finde ich, kann man super mitnehmen, wenn man zum Beispiel in Urlaub fährt. Und da hat man ja, wenn man dann eine Küche hat, hat man ja meistens nicht alle Gewürze dabei. Und dann nimmt man sich einfach ein paar so eine Tütchen mit und kann damit jede Suppe ganz einfach schnell würzen, ohne jetzt wirklich ja, irgendwelche Gläser mitzunehmen oder irgendwas neu zu kaufen, wovon man dann nachher diese, die angefangenen Gläser nachher zu Hause hat. Ja, deswegen finde ich es unter gewissen Umständen ganz praktisch. Aber ich weiß es gar nicht, aber lieber würde ich wirklich eine große Dose von einer Gewürzmischung haben.
die mir ganz einfach gefällt. Ich habe die noch nicht anders gesehen, komischerweise. Ich kenne die nur in diesen kleinen Tütchen. Vielleicht gibt es die auch in größeren Packungen, ich weiß es nicht. Ja, dann haben wir noch Vita Verde. Olivenöl, Oliven und so weiter. Matcha Shop. Da, was ist denn noch? Achso, Solpresso. Den habe ich schon gesehen, dass der in der Box ist. Werde ich für Dietrich aufheben, denn sie hat den schon mal probiert in einem Vegan Box Unboxing und fand den auf jeden Fall extrem lecker. So, was ist denn hier? Queeks. Die vegane Keksmanufaktur. Ja, ich bin gespannt. Und es ist wieder eine Zeitschrift dabei, das ich auch noch nicht kenne. Und zwar das Veggie-Journal gibt es für 3,90 €. Und ja, auf dem Cover sieht man schon, es sind wahrscheinlich größtenteils Rezepte drin. Würde ich jetzt so denken, jedenfalls. Ja, Superfoods und so weiter und so fort. Und hier Rezepte natürlich. Noch mehr Rezepte und noch mehr Rezepte. Also größtenteils wirklich Rezepte. Aber ja, finde ich gut. Werde ich mir auf jeden Fall mal in Ruhe angucken. Es sind wirklich viele Rezepte drin. Wirklich, wirklich viel. Nochmal. Also eigentlich das ganze Heft ist eigentlich voll davon. Und hier irgendwie Tipps für einen Gartenbau, so wie es aussieht. Ja, und so weiter werde ich mir auf jeden Fall mal in Ruhe anschauen. Ja, das gefällt mir wirklich gut, dass irgendwie anscheinend jedes Mal eine Zeitschrift drin ist, die ich noch nicht kenne. Ja, aber wie gesagt, angenommen ich hätte die jetzt schon gekauft oder abonniert, wäre das für mich natürlich kontraproduktiv, wenn ich dann nochmal eine gleiche Zeitschrift dazu bekomme. Aber gut, wenn man keine abonniert hat, dann ist das auf jeden Fall praktisch. Okay. So, hier ist der Soypresso Medium. Wie gesagt, werde ich jetzt nicht kosten. Ich bin auch sowieso kein Kaffee-Fan, deswegen bringt das wahrscheinlich eh nichts. Soypresso. Regio Soy Bio Sojabohnen vom Bodensee und aus dem Weinviertel treffen feinsten Fairtrade Arabica Kaffee. Eine Packung für 1,99 €. Zutaten: Sojadrink, Wasser, Sojabohnen, Rübenzucker, flüssiger Kaffeeextrakt, Karamellzuckersirup, Natrium, also Säureregulator, Natriumhydrogencarbonat, Kakaopulver, Fertigungsmittel, Guarkernmehl. Und komplett Bio. Ja, komplett Bio. Ja, wie gesagt, Dietlin hat es gefallen. Ist relativ süß, so wie ich mich erinnere, hat sie gesagt. Aber gut, wenn man unterwegs ist und einfach auf einen Kaffee Bock hat und nicht ja, irgendwo, weiß ich nicht, woanders seinen Kaffee trinkt, wenn man den gerne mit Milch oder mit Sojamilch trinkt, dann ist es auf jeden Fall mal eine gute Alternative. So, was hast du schon ausgepackt? Darf ich das haben? Dankeschön. Heldenkraut, hatte ich da auch schon mal. Bärlauch-Tomatenpesto. Ich erinnere mich, das war sehr intensiv. Heldenkraut. Vita Verde Heldenkraut, Bärlauch-Tomatenpesto. In diesem neuen Produkt haben wir unser hochwertiges Olivenöl kombiniert mit wildem Bergbärlauch und getrockneten Tomaten. Eine außergewöhnliche Kombination aus feinsten Zutaten, die sich zusammen zu einem ursprünglichen, überzeugenden Geschmack verbinden. Die Verarbeitung... Oh! Ja, was denn? Aber ich bin noch gar nicht so weit. Ich bin noch bei dem hier. Willst du das halten? Okay. Wo war ich? Also einen ursprünglichen, überzeugenden Geschmack verbinden. Mann! Die Verarbeitung unter 42 Grad erhält Geschmack und Nährstoffe. Übrigens, der Name Heldenkraut kommt aus dem antiken Griechenland. Schon damals wurde der Bärlauch als Heldenkraut bezeichnet. Zutaten: Olivenöl, Bärlauch, Tomaten, Alexandersalz. Ja, hatte ich schon mal probiert und schmeckt wirklich sehr intensiv nach Bärlauch. Milan, nicht so doll, wie ich mich erinnere.
Ja, war auf jeden Fall sehr lecker. Du, was hast du jetzt schon wieder? Kekse? Kekse als nächstes, ja? Das sind die, das ist die vegane Keksmanufaktur, die Schwedt. Du bist viel zu schnell. So schnell bin ich nicht. 100% Vollkorn. Finde ich schon mal gut. Achso, das Helgenkraut, genau. Kostete 4,95 das Glas. Und da sind wir auch noch nicht. Genießt das Wechselspiel von würziger Schärfe und fruchtiger Süße. Das volle Aroma unser Keks mit Ingwer. Gibst mir das? Dankeschön. So, das kostet 3,80 € für die paar kleinen Kekse, aber wie gesagt, Bio und so weiter. Zutaten. Dinkel Vollkornmehl, Reismehl, Sonnenblumen, Margarine, Rohrzucker, Ingwerstücke, und so weiter und so fort. Ja, ich probiere die mal. Würde ich sagen, da ist Zucker drin, also nichts für dich, Milanchen. Ich schmecke den Ingwer ehrlich gesagt gar nicht. Nein. Doch, jetzt. Da. Ja, also im Hintergrund kommt der Ingwer auf jeden Fall durch. Und ansonsten ist es einfach ein leckerer Vollkornkeks. Und ich finde, da ist auch nicht zu viel Ingwer drin. Also ich bin meistens nicht so ein Ingwer-Fan. Aber ich merke, es ist so ein ganz bisschen hinten beim Abgang, sag ich mal. Und so finde ich es echt angenehm. So, das nächste. Was möchtest du als nächstes rausholen, Mila? Die Nudeln? Die Nudeln? Du willst sie zeigen? Darf ich die haben? Dankeschön. Amornice. Nudelmanufaktur. Jo. Jo. Bio-Emma-Pasta der Pasteria Il Golosones ist ein Hochgenuss. Die dunklen, leicht nussigen Amornice nehmen durch ihre einzigartige Form sehr viel Soße auf und eignen sich besonders für die Kombination mit vegetarischer Bolognese und Tomatensauce. Emma ist eine der ältesten bekannten Getreidesorten der Menschheit. Er ist der Urahne des heutigen Weizens. Kenne ich auch noch nicht. Also ich kannte jetzt Kamut und Dinkel natürlich, aber Emma ist mir jetzt neu. Er ist eine der ältesten bekannten Getreidesorten der Menschheit. Er ist der Urahne des heutigen Weizens und besitzt besonders viel Magnesium, Zink und Eisen. Eine Tüte für 3 Euro. Das sind 250 Gramm Nudeln. Ja, kann ich jetzt selbstverständlich nicht probieren. Und sieht aus wie Vollkorn. Ja, Vollkornmehl. Also Zutaten Vollkornmehl und Wasser. Also das ist immer Vollkornmehl und Wasser. Vollkornmehl, Nudeln sind immer so eine Sache. Viele mögen das wirklich nicht, weil... Ja, Vollkornnudeln verhalten sich beim Kochen auch einfach ganz anders als zum Beispiel Hartweizengrießnudeln. Werden zum Beispiel einfach eher matschig und so weiter. Aber ich werde die auf jeden Fall mal probieren. Und entweder, ich würde sagen, beim nächsten Unboxing werde ich einfach mal davon berichten. Ja. Oh, hast du dein Buch gefunden? Ja, Mu. Das ist ein Traktor. Ein Traktor. So, willst du das nächste rausnehmen oder soll ich? Ja. Na, ich. Dann habe ich hier etwas von der Pallasleber Backwarenmanufaktur. Da war ja auch schon öfter was in der Vegan Box drin. Veganer Bio Pekanus Brownie. Zutaten Rohrzucker, Zartbitterkuvertüre, Tofu. Ach genau, das war das, wo Tofu in dem Brownie drin war. Bioland Dinkel Vollkornmehl, Sojabohnen,
Gerinnungsmittel Nigari, Alsan-Margarine, Pekannüsse, Reissirup, Weinsteinbackpulver, Backtriebmittel, Natriumhydrogencarbonat, Trennmittel, Maisstärke, Meersalz, Vanille. Enthält Soja, Gluten, Nüsse. So. Wo haben wir ihn denn? Da. Vaters Leberbackwarenmanufaktur Pekannuss Brownie. Die Familienbäckerei bietet Bio, feine Gebäckspezialitäten, Getreidemotto, immer Bio, immer Vollkorn, immer Dinkel. Ich meine, das habe ich schon mal gelesen. Ja, für diesen kleinen Brownie 2,95. Das ist echt der Hammer. Also wunderbar schokoladig, total weich, zart. Und er zerschmilzt einfach im Mund. Also super lecker. Also es ist schon ein gepfefferter Preis für so ein kleines Ding. Fast 3 Euro zu bezahlen. Aber es ist wirklich super geil. Lecker, muss ich einfach sagen. Ja, Oliven. Ja, wie ihr aus dem letzten Kochvideo mit Josef wisst, also das mit der spanischen Pizza, bin ich kein Olivenfan und mag die höchstens klein gehackt in der Soße oder in Scheiben geschnitten. Auf einer Pizza ging es auch. Aber ich werde die jetzt auf keinen Fall probieren. Ja, das sind Zutaten, 100% reife Oliven, Petersilie, Koriander, Paprika, Basilikum, Oregano, Zwiebeln, Meersalz. Willst du Oliven probieren? Bitteschön. Vita Verde Oliven mediterran mit Feinkräutern. Mehr als 70 ganz natürlich am Baum schwarz gereifte Thrumba-Oliven, von Hand selektiert und leicht luftgetrocknet. Mit mediterranen Kräutern verfeinert und ohne zusätzliche Flüssigkeit verpackt. Einfach ursprünglicher, authentischer Geschmack. Die gesunde Quelle für Kraft, Energie und Nährstoffe. Ideal als Snack zwischendurch. Diese Packung für 4,25 Euro. Ja, ist auf jeden Fall was ganz Besonderes. Auch für mich jetzt als Nicht-Oliven-Fan, dass die jetzt wirklich so schonend verarbeitet werden. Und ich glaube, die sind ja auch mit Stein, denke ich mal. Wenn ich es richtig verstanden habe, sind die auch mit Stein. Das heißt, die wurden wirklich kaum verarbeitet. Also ja, Diebchen wirst du auf jeden Fall freuen darüber, denke ich mal. Ja, super Sache. So, ich glaube, Mina, das kannst du jetzt auch mal kosten. Jetzt kommen die Packs. Bio Goji-Beeren. Getrocknet. Gepäck steht hier. Zutaten Goji-Beere. Ja. Packs knusprige Goji-Beeren. Diese Goji-Beeren werden mit dem einzigartigen Packs-Verfahren nicht einfach nur getrocknet, sondern knusprig gepufft. Oh, das ist ja interessant. Dabei wird auf jegliche Zusatzstoffe verzichtet und somit behalten die gepäcksten Goji-Beeren ihren natürlichen Eigengeschmack. Ihren Eigengeschmack bei und sind besonders crunchy. Für 40 Gramm werden immerhin 287 frische Goji-Beeren verarbeitet. Das ist aber sehr genau ausgerechnet. Eignen sich als Topping für Salate, als Zutat in Müsli oder Dessert oder auch als Snack pur. Erhältlich unter packsfood.de. Diese Packung für 3,20 Euro. Milan, jetzt kannst du was kosten, jetzt bist du weg. Wow. Also, das ist wirklich lecker. Hier. Willst du im Mund stecken? Mach mal Hamm. Vielleicht ein bisschen hart für ihn, aber eigentlich ein paar Zähne hat er ja schon. Oh, du hast noch nicht mal runtergeschluckt. Du bist schon das nächste. Bitteschön. Also, das ist wie, was kann ich sagen soll?
wie diese gepufften Cornflakes, die es auch gibt in Schokolade und so weiter. Nur halt ein bisschen säuerlich. Willst du nicht erstmal das aufessen? Und das gibt mir zurück jetzt oder was? Okay. Schmeckt dir das? Anscheinend. Der Mina ist, glaube ich, gleich die ganze Packung auf. So. Aber. Ja, sind ein bisschen säuerlich. Aber ansonsten total knusprig. Also ich würde gerne wissen, wie die das gemacht haben. Weil Zutaten sind wirklich nur Goji-Beere. Deswegen. Ja, weiß ich auch nicht. Aber ist ein extrem leckerer Snack. Und wahrscheinlich auch sehr viel gesünder als die meisten anderen gepufften Getreidemehl-Sachen. Ja, coole Sache. Willst du noch welche haben? Na komm. Guck mal, hier ist noch was. Ja, Milan ist auf jeden Fall schon mal verliebt in die Dinger. Pack die mal weg, sonst sind die gleich alle. Ich wühle gerade nochmal, aber das war's schon wieder. Ja, und diesmal muss ich sagen, ist die Auswahl wirklich ein bisschen besser. Also hier sind wirklich ein paar verschiedene Sachen drin, die sich einfach ein bisschen voneinander unterscheiden und nicht einfach nur dreimal verschiedene Soßen sind. Also den Brownie, die Kekse, die Goji-Bären, Nudeln, also auch was zum Kochen dabei diesmal. Das Heldenkraut, also sozusagen Aufstrich, die Oliven, dann der Solpresso. Also ja, gefällt mir diesmal wirklich besser, obwohl es wieder nur in Anführungsstrichen 8 Sachen sind. Das waren es glaube ich weniger, ne? Das waren es 7, kann das sein? Und ja, 9 sozusagen mit dem Erdäpfelgewürz. Ja, also diesmal muss ich wirklich sagen, hat sich das schon ein bisschen mehr gelohnt von der Zusammenstellung her. Und ja, ich bin sehr gespannt auf die Nudeln auf jeden Fall. Die werde ich mal ausprobieren. Und ja, ich bin sehr gespannt, wie die dann die Oliven schmecken. Werde ich nächstes Mal auf jeden Fall berichten. Ja, dann danke wieder fürs Einschalten. Ich hoffe, euch hat es gefallen. War wieder ein kurzes Unboxing. Und dann, ja, bis zum nächsten Video. Tschüss. Willst du da hoch? Da hoch? Soll ich helfen? Was versuchst du denn da, Milan? Ich glaube, willst du den Goji-Bären hin? Also die machen wohl echt süchtig. Na gut, tschüss, bis zum nächsten Mal.